Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Agarest. Letzte Folge waren wir hier Sofretair oder so ähnlich und haben den Boss besiegt, den komischen Hund, und haben massig Level-Ups bekommen. Oh, wir haben jetzt über 10.000 Gold. Und ich wusste nicht, wo es weitergeht. Ich versuche hier gerade reinzukommen, aber da es nicht geht, schätze ich mal, es geht nicht hier lang. Also gehe ich jetzt einfach mal zurück und vermutlich auf der Weltkarte wird sich das ergeben. Move Area. Ah ja. Das sind die ganzen Gebiete, in denen wir schon waren. Ist das Schnellreisen? Oh, das ist cool. Ich wollte es zwar nicht, aber das macht nichts. Dann kann ich jetzt irgendwie Kontinente auswählen. Aber das geht noch nicht, weil wir nur einen gesehen haben. Bis jetzt. Dementsprechend. Mache ich das mal, diese Schnellreise. Quest. Horizon Fortress. Naja, beim Rausgehen wurde das hier ausgelöst. Und da ist diese Stadt, zu der wir wollten. Okay. Will ich nach Horizon Fortress? Eigentlich will ich hier hin. Asie. Erstmal, Adventurers Guild, komm schon. Alright, Daredevil. Zwei Fragment of Life, einmal Blast, ein 3 Flame Element und 2000 Gold, 4 Party Punkte. Ah, PP heißt Party Points. Und 10 TP. Ja, ist mir egal. 100 Gegner. Steigert sich das jedes Mal? So was Blödes. Item Shop. Gibt's vielleicht was Neues? Sieht nicht so aus. Gibt's hier was Neues? Will ich was Neues? Nee, das sind nur diese Bücher. Ich verstehe. Pixie Dust gab es in diesem Level und da könnten wir jetzt ein Yggdrasil Blade machen. Kann es irgendjemand überhaupt tragen? Es war eine Magierwaffe. Und ein Speer. Ein Hammer. Star for Feeling. Poisonous Petal haben wir nicht. Devilkin Horn. Bevor ich irgendwas mit diesem Devilkin Horn mache, mache ich das hier. Also brauche ich jetzt einen Sparta. Also kaufe ich erstmal einen Sparta. Und dann... Komm, ich möchte jetzt auch mal was schmieden. 400 G. G ist Gold. Schätze ich mal. Ja. Composition. Spannend. Es scheint erfolgreich gewesen zu sein. Stimmt, es kann ja auch schief gehen. 2x4? Was? Ist das eine Waffe? Broomwand? Devilkin Horn? Also die eigentlich. Es muss anscheinend ziemlich häufig sein. Devilkin Horn. Okay, Broomwand kriege ich hin. Dann... Nein, fast. Achso, ich wollte nachschauen, ob es 2x4 gibt. Ach ja, Hammer! Stop! Hammer Time. Composition. Ach, jetzt kann man es kaufen. Ich wollte nachschauen, 2x4. Nein, das Ding ist 1, Bär.
Aber vielleicht muss ich was zerlegen, um es zu bekommen. Ein Swordblade. Achso, ich habe zweimal Sparta. Magic Broom. 2x4 durch einen Iron Spear. Ich verstehe. Durch die 1 Scythe Handle. Irgend so ein Gem. Holy Dew. EP. Wo habe ich sowas herbekommen? Egal, erstmal Waffen wechseln. Quatsch. Equip. Ich habe einen Hammer. Wem konnte ich den wohl geben? Karabiner vielleicht? Nee, Quatsch. Der kriegt das ganz, ganz komische. Ich habe Equipment und ich habe noch nicht mal nachgeschaut, wem ich es geben kann. Mann. Wem könnte ich Yggdrasil Blade geben? Magie und Resistance. Das bringt mir gar nichts. Dir könnte ich Hammer geben. Auch der Attack hoch, das bringt mir auch nichts. Also könnte ich vermutlich... Hier könnte ich auch sehen. Warum mache ich was, was mir nichts bringt? Auch dir, aber... Die waren beide sinnlos. Die waren beide so sinnlos. Aber dir würde ich gerne den neuen Speer geben, glaube ich. Was heißt? Moment. 2x4 brauche ich. Poisonous Petal. Okay, also 2x4 dafür. Speer nehmen. Und converten. Cool. Schön, dass es funktioniert. Schauen wir mal, ob es schief geht. Nein, funktioniert. Gleich ausrüsten. Hat zumindest Gaius eine neue Waffe. Cool. Sehr, sehr cool. Das freut mich jetzt. Was kriege ich? Sehr schön. Was kriege ich, wenn ich es zerlege? Spare Blade. Infirmary wird nichts sein, schätze ich mal. Aber einfach mal reinschauen. Nope. Oracle. Immer noch nichts. Ich wüsste ja gerne, also wenn ich mit den Leuten reden könnte, kann ich bestimmt die Beziehungen verbessern. Event. Es wird wahrscheinlich ein Text-Event sein, aber ich speichere dennoch mal. Nur für den Fall. Es ist ein Text-Event, aber es kann immer noch ein Kampf kommen. Was? Wir wollen Kuchen backen? Was? Wieso? Ich
お兄ちゃんに包丁を持たせないでください。え?私が料理をすると言ったら、お兄ちゃんまで。では久しぶりに私もって言い出して。いや、お兄ちゃんの料理が下手って意味じゃないんです。ただその家庭が問題で、お兄ちゃん深刻な不器用なんです。それはもう器用と言ってもいいくらい壮絶な不器用なんです。 確かにどっか抜けてそうだもんな、お兄ちゃん。ちゃんと聞いてください。本当に大変なんです。周囲にどんな被害が及ぶかわからないんですから。そんな大げさな。どこの世界にリンゴの皮をむかせたら自分の手の皮をむく人がいるんですか。ああ、それはオッケー。 カルビナには刃物を持たせないようにするよ。あとフライパンも持たせないでください。それからお鍋の前に立てて。わかった。最善策を取ろう。カルビナは調理場に入れない。それでお願いします。くれぐれもお願いしますね。Oh man. Lustig. 何を買うんだい？リンゴです。アップルパイを作ろうと思って。じゃあ、甘いリンゴを探さないとな。いえ、甘くないのがいいんですよ。わざわざ甘くないものを使うのか？ええ、酸味の強いリンゴの方が調理した時美味しいんです。お砂糖もたくさん使いますから、甘いのだと 甘いだけになってしまって、味に締まりがなくなるんですよ。へえ、ルーティーは料理がうまいんだね。Zu welchem Moment in diesem Spiel sind wir von einem Dungeon Crawler oder so reingerutscht in eine Kochshow? Wow, das ist unerwartet. Also das ist wirklich unerwartet. ですけど、ある村にしばらく滞在したことがあって、そこで出会ったおばあさんのアップルパイがとても美味しくて、私も作り方を教えてもらったんです。だからアップルパイは自信があります。ルーティーはそのおばあさんが大好きなんだね。はい。でも私たちが旅立った後、亡くなられたそうです。 もっといろんなことを教えてもらいたかったんですけど。そうか。それは残念だったね。ごめん。思い出させてしまって。いいえ、こちらこそ。あの、そこで買い物してきます。少し待っててください。 ジークさん、やっぱりもう持ってください。ああ、いいけど。ジークさん、手を向かないでリンゴの皮をむけますか？お、それくらいなら。でしたら調理も手伝ってもらえませんか？他にも虫がいたら。よろしい。わかった、手伝うよ。 Was? Ich habe recht viele Gesprächsoptionen, beziehungsweise ich habe drei. Was kann ich hier unten machen? Confirm, Backlog, Stop, Choose Item. Page Feeding, was soll das Page Feeding? Egal.
Was fragen wir denn? Ob. Achso, ich bin auf Start gekommen. Ask about cooking. Journey. What irritates her? Na, das interessiert mich jetzt. Ah, gleich bei 2 hoch. Das ist cool. Bei Alice und der Ding. Soul Type Knuckle. Okay. Ich glaube, sie hat ein paar kleine Probleme mit Insekten. Ganz, ganz kleine. Sie hat eine dunkle Seite. Wir haben definitiv die Beziehung mit Root hier verbessert. Vacation Day Action Points. Vacation Day Action Points? Was ist das? Okay, quasi. Das nächste, was passiert, ist Clarruin Westway. Ah, ein Kampf. Ja doch, den mache ich diese Folge noch. Aber zuerst interessiert mich... Ja klar, warum nicht? Entweder interessiert mich jetzt, ob jetzt beim Orakel sich was geändert hat? Nein. Obwohl unsere Beziehung zu Root hier besser wurde. Egal. Es interessiert mich überhaupt nicht. Wo ging das? Irgendwo konnte man die Effekte noch nachschauen. Effekt. 4, 2, 3. 4? Uiuiui, 2, aber die ist doch gestiegen. Jetzt habe ich irgendwie den Soul-Type rausgefunden. Oder ich habe einen Soul-Type bekommen, das kann auch sein. Egal. Ich denke, diesen Encounter machen wir noch. Und nach dem Encounter werde ich die Folge beenden. Aber egal, Clarruin Westway, los! Es wird ja kein Text kommen. Und Kämpfe sind immer recht einfach und schnell vorbei. Oh, okay. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es kann sein, dass ich eine neue Kampffläche habe. Da müsste ich mal drauf achten. Das nächste Mal. Ja, ich bin fertig. Mann, sind das viele Gegner. Mist. Ja, nee, ich mach gar nichts. Von hinten könnt ihr gar nichts machen. Ach, verdammt, könnt ihr doch. Eisnilo. Rapid Move.
Ja, Rapid Move und Blast. Und Double Edge und Power Attack. Und das dürfte reichen. Rapid Stream. Geht auf zumindest zwei. Ich muss mir den Kreis, den dieser Angriff zieht, mal genauer anschauen. Broken Head. Einwandfrei. Das war ein sehr schöner Kill. Oh, ein sehr schöner Double Kill. Es sind noch vier da. Trick Hit. Wir können nichts machen und... das ist wegen sinnlos. Oh doch, ich könnte heilen. Okay, aber das war's auch schon. Das war's schon. Standby, der Wolf macht natürlich Blast. Ja, das war vorauszusehen. Komische Puppe. Nein. Ja doch, so. 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 Mime war hier. Ich mag die Dinger da hinten echt überhaupt nicht. Sie gehen mir recht auf den Wecker. So. Kannst dich umdrehen? Du kannst. Einwandfrei. Oh nein, die ziehen sich in die falsche Richtung zurück. Damit habe ich nicht gerechnet. Taktisch nicht klug durchdacht. Double Needle. Ja, komm, lass das. Lass mich einfach in Ruhe. Ice Needle. Das ist wahrscheinlich nochmal Double Needle. Nein, gar nichts. Gar nichts ist... interessant. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben die Dinger haben. Ich wollte vorhin aufpassen, aber ich habe nicht aufgepasst. Das war dumm, weil das war Kopfschaden. Und hat die Formation zerstört. Ah ja doch, das ist ganz gut. So stirbt der Wolf zumindest. Hoffentlich. Double Needle macht Schaden. Sehr viel Schaden. Und Broken Hit macht drei Schläge, von denen trifft garantiert einer und wenn einer trifft, reicht das. Okay. Der ist tot. Dann ist die komische Fee dran, die kann nichts machen, das dachte ich mir bereits. Auch nicht. Oh, ich komm hin. Aber so richtig knapp. Oh, jetzt ist aber kaum noch einer in meinem Team. Irregular Step. Naja, wenigstens was. Power Attack und Double Edge. Und ich glaube, das war's erstmal. Gibt's ein oder zwei? Das war weniger Schaden als erwartet. Broken Hit. Ging so. Es ist tot. Das ist das, worauf es ankommt. Ach, es ist egal, du kannst hier nichts mehr reißen. Natürlich macht sie irgend sowas, das war ja so klar. Na gut. Wie mache ich es jetzt? Ich habe drei Gegner da. Nee, ist das eigentlich okay. Du gehst mit... Meme auf eine Wellenlänge. Du gehst hier hin. Hoffentlich bereue ich das nicht. Nein, das funktioniert so nicht. Minimal. Damn.
Mimel hat eine dumme Extended Range. Das zerstört mir meine gesamte Taktik. Okay, aber ist okay. Okay, aber es ist okay. Ja, das ist gut. Wer fängt an? Bestimmt die Fee. Oh nein, du. Darfst du das machen? Du warst noch bei ihr eingeteilt. Und du hast über 20. Das ist tot, hoffe ich. Broken Hit. 1, 2, 3. Über Needle, Double Needle. Wow, mehr als knapp. Poisonous Paddle. Ah, das habe ich doch für irgendeine Waffe gebraucht. Komm schon, lasst es. Ich sagte, lasst es. Ha! Was zur Hölle ist mit dem Bildschirm los? Okay, jetzt ist es weg. Hör auf, alle meine Leute anzugreifen. Das nervt mich wirklich. Aber mal durchhalten. Nein, ich wollte nicht heilen. Verdamme mich. Kannst gar nichts machen. Beziehungsweise ich wollte heilen, ich wollte nicht warten, würde ich sagen. Oh Moment, das geht ja immer noch. Heilen. Jetzt halt über Umwege. Heilen. Jetzt ist sie raus aus der Extended Range, ne? Nein, sie ist noch drinnen. Aber ich krieg ihn nicht mehr rein. Egal. Wie viel hat sie noch? 8. Trick Hit. Rapid Move. Double Edge. Power Attack. Und das dürfte reichen. Jetzt steht sie dummerweise auf diesem Attack Down war das, glaube ich, Feld. Wow, waren das viele Misse. Hat's gereicht? Nein, hat's nicht. Scheiße. Fuck. Das gibt's doch gar nicht. Komm, Gaius. Du reißt es. Sonic Wave. Ja, das reißt du. Also noch ein Gegner. Das wird spannend. Eigentlich möchte ich die nicht davor bewegen. Das heißt, du stellst dich da hin. Du kannst gern da hin. Und... jetzt bist du nicht verbunden. Scheiße. Ja. Passt. Jungs, ihr macht das. Jetzt brauche ich nur irgendeinen, der echt sehr, 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 sehr weit angreifen kann. Bei euch kann ich es vergessen. Oh, Moment. Was ich nicht vergessen kann, ist heilen. Hier. Und nochmal hier. Sie hat nicht genug AP. Komm schon. Warum kannst du das machen von der Distanz aus? Ist. Nein. Okay, ich glaube, ich beende es einfach. 107. Junge. Ja, das ist Untergang. Howling Storm. Overkill. Nee, man kennt es bereits. Man kennt es bereits. Es hat länger gedauert als erwartet. Pixie Dust. Sehr schön. C. C. Schade. Drei Level Up. Drei Level Up ist gut. Ich wollte ihm Vitality geben. Oh, perfekt. Fast. Das könnte ich im Camp noch schaffen. Noch mehr? Oder zwischendurch noch was anderes? Ich... ja, ein bisschen Glück. Glück hilft immer länger. Mindestens ein wenig.
Okay. Nein, nein, das mache ich die Folge nicht mehr. Also in der nächsten Folge werden wir definitiv noch die PP verwenden. Das ist, glaube ich mal, das Wichtigste, was ich machen möchte. Ja, wir kommen als nächstes Forrester Hain, wo Eugene unbedingt hin wollte. Mal schauen, was der vorhat. Das hat bestimmt irgendwas mit einer Frau zu tun oder sowas, aber mal schauen. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns zur nächsten Episode von Let's Play Agarest. Bis dahin, ciao. Ciao.